Hallo und willkommen zurück zu Resident Evil 4. So, dann machen wir gleich mit Kapitel 11 weiter. Und da sind wir. Was ist denn komisch mit meiner Hand? Funktioniert doch alles. Ja, scheint zu wirken. Tja, leider wird die Wirkung schnell nachlassen. Das Mittel hat dir höchstens ein bisschen Zeit verschafft. Kann es weitergehen? Ich schaff das schon. Ashley ist wichtiger. In dem Fall wissen wir, was zu tun ist. Dann komm, Sancho Panza! Retten wir Prinzessin Dulcinea! Du tust dir bloß weh. Hey, das war meine Lanze. Okay, ist gut, ich komm ja. Wir können dort nicht einfach seine Lanze anfassen. Was ist da für dich drin? Kein Grund, misstrauisch zu sein. Ich will einfach bloß helfen. Ja, ja. Du willst einen Bernstein. Ja, trotzdem. Die Lanze von einem anderen Typen anfassen. Die Folge soll doch jugendfrei bleiben. Was ist denn hier oben Schönes? Warum kann ich hier hochklettern? Jemandem zu vertrauen, der mal für Umbrella gearbeitet hat. Du weißt es ja. Umbrella ist erledigt. Um die brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Ich mache mir Sorgen um dich. Ich habe die Frage nicht beantwortet. Worauf bist du aus? Ich will mich wohl in meiner Haut fühlen. Es wieder gut machen. Sowas in der Art. Ja, das glaube ich dir nicht. Protokoll des Vorarbeiters. Datum 11. Oktober. Heute war der schlimmste Tag meines Lebens. Meine Tochter wird 5 und was mache ich? Ich sitze in einem versifften Boot auf dem Weg zum Arsch der Welt. Wenn die Bezahlung nicht so gut wäre, würde sich garantiert keiner freiwillig dazu bereit erklären, zum Arbeiten in die Pampa zu fahren. 19. Oktober. Die in der Burg ermahnen uns ständig, bei der Ausgrabung mit besonderer Vorsicht vorzugehen. Aber ein paar der Arbeiter sind zusammengebrochen, nachdem sie bloß etwas Staub eingeatmet haben. Irgendwas verschweigen die uns hier. Es gibt zu viele Ungereimtheiten. Ich habe auch angefangen zu husten. Ich sollte schlafen. 26. Oktober. Irgendwas stimmt nicht mit mir. Allein heute habe ich 3-mal Blut gespuckt. Ich fühle mich schwach und kann mich kaum bewegen. Ich hätte nie herkommen sollen. Ich wollte bloß Geld verdienen. Aber wie es aussieht, zahle ich jetzt den Preis. Ich bin ein beschissener Vater. Es tut mir so leid, meine Kleine. Du hast Besseres verdient. Datum? Oktober. Seit morgen. Kopf arbeitet nicht. Warum? Mehr Blut hustet. Krabbeln viel Insekten. Höhere Stimme. Datum. Leer. Ein herrlicher Tag zum Arbeiten. Das Graben bereitet mir solche Freude. Ich bin durch und durch glücklich. Alles gebe ich euch. Alles für euch. Lord Settler. Na gut, da hat sich seine Meinung aber schnell zum Positiven verbessert. Dann ist ja nochmal alles gut. Beinahe hätte ich mir Sorgen gemacht. Da ist was Neues reingekommen. Das könntet willkommen. Oh, nochmal ein Raketenwerfer. Die feinste Ware im Angebot. Und das wollen wir mal sehen. Hier das mit den Rohstoffen. Nicht immer vorrätig, Fremder. Doch, meistens hast du das. Da ist ja gar keine neue Ware. Was du wieder für Mist erzählst. Das ist zu gut vorbereitet. Habe ich recht. Das goldene Monokel vom letzten Mal ist 30.000 wert. Ob Rubine oder Ramsch, es macht keinen Unterschied. Aber wir entscheiden, was es uns wert ist. Ja, ja. Halt mal die Klappe. MP-Munition, die brauche ich echt nicht mehr. Ich habe doch gar keine MP. Ja, die Talismane könnte ich auch verkaufen. Die bringen aber kein Geld. Oh. Dafür bekommst du ein hübsches Sümmchen. Das ist schön. Also, wir haben wieder 50.000. Können wir was reparieren? Ja, die Schutzweste. Weiterhin viel Glück, Fremder. Messer. Wie neu. Haltbarkeit. Ich bin eigentlich zufrieden, muss ich sagen. Angriffskraft, das wäre natürlich schön. Und oder die Magazingröße, aber das ist relativ teuer. Könnte zwischen Leben und Tod entscheiden. Ich finde halt so wenig Munition für den Revolver. Ansonsten wäre das echt, echt genial. Auch hierfür ist Munition so eine Sache. Schrotflinte auch wenig Munition.
Ich bin mir gar nicht sicher, was ich machen soll. Ich hebe mein Geld erstmal auf. Oh, tauschen war noch. Was kann ich denn wieder kaufen? Eine elegante Maske? Da muss ich wieder... Ja, wo wir unsere Ware her haben? Ein goldener Jeton. Das willst du nicht wissen, Partner. Was wird sich hier anbieten? 10 Schießpulver. Kann ich mir wieder kaufen? Her damit. Hey, gute Entscheidung. Ich weiß, ich sage das oft, aber ich meine es ernst. Ja, ich meine das auch ernst. Ich bin zufrieden. Wo hast du denn deine Schreibmaschine gelassen? Ah, da. So weit weg von dir diesmal. Also Kapitel 10 überschreiben. Ja. So. Dann wollen wir mal. Ich glaube, hier ging es weiter. Und zwar in die Richtung. So, mal schauen, ob... Fledermäuse oder Flughunde. Kann ich beides nicht ausstehen. Egal, wie es heißt und was die korrekte Spezies ist. Kann ich da einfach was hochjagen, indem ich drauf schieße? Hey, da habe ich kein... Wann ist das hier eine Sackgasse? Da ging es eigentlich zum Ausgang. Ja, ich glaube, da müssen wir was für finden. Ein Zünder oder so. Eine Quest höchstwahrscheinlich. Bekanntmachung. Sprengstofflagerung. Das Dynamit wurde im Lagerraum M4 verlagert. Doch keine Quest. Hinweise zum Umgang mit Sprengstoffen. Einstürze sind an der Tagesordnung. Haltet ausreichend Abstand zum Explosionsbereich. Sollte es zu einem Unglück kommen, räumt sofort auf. Sorgt dafür, dass immer ausreichend Arbeiter vor Ort sind. Na, das ist mal eine Sprengstoffverordnung hier. So. Oh nee, ich sehe wieder Leute. Wieso haben die hier so viel Arbeiter? Was machen wir? Wir schießen. Da ist Sprengstoff. Geht es hoch? Nee. Ja, brenn. Und du auch, mein Freund. Ach, hier muss ich hoch. Gleich lass mal den Kollegen erstmal runter. Alles gut bei dir? Wie komme ich denn weiter? Ah, ich kann einfach runterspringen. Oh je, der entwickelt sich da oben. Das soll mal Louis machen. Stirb. Ich glaube, er ist gestorben. Oh, da wirft jemand mit Dynamit. Das stand aber nicht in der Sprengstoffverordnung. Komm schon. Was für Kettensägen? Nein, Kettensägen. Schrotflinte. Oh je, hältst du viel aus, Kollege. Dynamit, weg hier! Weg hier! Ja! Nein, doch nicht meine schöne Revolver-Munition verkaufen. Nicht werfen. Ja. Und auf die Fresse! Hey, wir wollen doch jetzt nicht mit Schaufeln anfangen. Deine Hand ist komisch verdreht. Lass das mal in Ordnung bringen. Da soll zumindest ein Arzt drauf schauen. Wo seid ihr denn alle? Da hat noch jemand Dynamit, so wie es sich anhört. Na komm. Runter von mir. Oh, da liegt Dynamit. Der wirft es gleich wieder. Ach, die wirft es. Jetzt kann sie es nicht mehr werfen. Alle fertig? Nee, ich höre noch was atmen. Aber ich muss erstmal looten. Schaut euch die schönen Pisiten an. So. Louis ist auch ordentlich am Rumtrapseln hinter mir. Das ist etwas ungewohnt. Nochmal eine mit Kettensäge. Ja. Schön liegen bleiben, Oma.
Schön liegen bleiben. Komm schon, Revolver. Köpfchen. Ja, mach ich doch. Hier, bam. Das war nicht leicht. Würde ich auch sagen. Hat sich aber gelohnt. Wir haben einen Saphir bekommen. Haben allerdings jetzt keine Magnum-Munition mehr. Beziehungsweise Revolver-Munition. Wollen wir mal hoffen, dass in den Kisten hier da ein bisschen was auftaucht. Na, zumindest Gewehr-Munition war drin. Ein Schalter. Und der bringt was? Ah, da oben können wir dann über die Brücke gehen. Na gut, wenn du es dir zutraust. Glaub, da kommen noch mehr. Schau mal vielleicht hier mal nach unten. Oh, das kriegt Louis hin. Da wirft wieder jemand mit Dynamit. Ich mach die Tür mal auf. Hey, wo kommst du her? Aus dem Weg. Dacht, Louis kümmert sich um dich. Hat er dich einfach durchgelassen? Was machst du denn? Nein. Na komm. Und auf Wiedersehen. Na, hoffentlich nicht auf Wiedersehen. Nur sagt man nur so. So, einmal noch gelootet. Louis hat hier oben gar nichts hinbekommen. Das ist relativ schade. Sonst was zum Looten? Nö. Na gut. Dann wollen wir mal weitergehen. Eine Sackgasse. So ein Jammer. Oh ne, links sind noch mehr. Kann ich von einer... Einer hässlicher als der andere. Ja, ich finde den mit so einem Gewächs, das da oben rauskommt, hässlicher. Persönliche Meinung. Ja, ist ja gut. Bist du down? Ja. Dynamit. Ich glaube, ich weiß, wofür wir das brauchen. Dynamit, hm? Nicht schlecht, mein Freund. Ja, macht kurzen Prozess mit der Sackgasse. So, waren das schon alle? Na gut. Ich bin so gut gerüstet, das kenne ich gar nicht von mir. Ich hoffe mal, das war der richtige Weg. Ja. Ja, ja, das sieht richtig aus. Benutzen. Eieieiei. Louis, ich komme zu dir. Wieso? Du hast gesehen, dass ich es angezündet habe. Ah. Und was ist, wenn ich jetzt zum Händler will? Ah, komme ich noch durch. Wunderbar. Ich dachte, die hätten mich vom Ausgang abgeschnitten. Sicher, dass du bloß ein Forscher bist? Ich bin nur ein normaler Typ, der zufällig gut bei Frauen ankommt. Das glaube ich nicht. Keins von beiden. Keine der Aussagen. Kann ich was craften? Erstmal hier schön umsortieren. Pistolenmunition. Kann man immer gebrauchen. Gewehrmunition auch immer gebrauchen. Und ansonsten vielleicht meine Kräutermischung. Ich muss verrückt sein. Zumindest ein bisschen. So, her mit dem ganzen Loot. Ah, schön viele Pesiten. Schön viele Pesiten. Oh je. Wird das ein Bosskampf? So gut bin ich auch wieder nicht gerüstet. Louis, mach du's mal. Nach Ihnen, werter Herr. Ein wahrer Gentleman. Ah! Wieso schon wieder so ein Typ? Oder ist es derselbe von vorhin? Du schuldest mir was. Also von Episode 8 oder 9. Wir sind quitt. Läuft das bei dir immer so? Normalerweise habe ich keine Begleitung. Alter, wie viel haben sie denn davon gemacht? Welchen?
Komm, ihr habt doch so schönes Zeug auf dem Rücken. Muss ich meine Umgebung benutzen? Ich glaube ja. Hier ist doch so ein schöner Hebel. Nein. Ja, stich ihm in den Daumen. Komm schon, was macht der Hebel hier? Los geht's. Sie haben sich bewegt. Komm schon. Au. Ich glaub nicht, dass ich einfach nur auf die schießen soll. Vielleicht ja doch. Vielleicht hasst mich das Spiel. Wenigstens bin ich nicht in Panik. Die Dinger finde ich zumindest nicht gruselig. Ob ich das überlebe, weiß ich aber nicht. MP-Munition, ich hab doch keine MP. Vorsichtig. Na komm. Ja. Jetzt muss ich nur noch treffen. Nicht bewegen. Ja. Nein, nachladen. Was macht denn das hier? Ja! Jetzt kann ich die nur nicht mehr looten. Nice! Das wollte ich sehen! Das spart Munition. Die andere macht so nicht so leicht. Neu! Shit, keine Chance bei der Rüstung! Sorry, halt unseren Freund kurz beschäftigt! Was meinst du, was ich hier mache? Kannst du jetzt das nicht? Wo ist der Raketenwerfer, wenn man ihn brauchen würde? Ausweichen. Schön in die Ferse schießen. Bringt vielleicht was. Ja, der hat Dynamit gefunden. Soll ich da drauf schießen? Was willst du denn von mir? Das war halb wie geplant. Schnell weg hier. Schnell weg hier. Ja, ja, ja. Schönes Geschenk. Ja. Mist. Mist. Ich dachte, den können wir auch versenken. Der ist nicht ganz auf dem Bereich, so wie es aussieht. Der hätte in der Mitte sein müssen. Komm her, Kollege. Nein, doch nicht mich. Louis, lenk ihn mal ab. Ich gebe mein Bestes. Komm her. Put, put, put. Komm her. Komm her. Noch ein Schritt. Ja. Glaub nicht, dass das reicht. Das hat leider nicht gereicht. Komm her. Komm her. Ich bin doch ausgewichen. Louis, mach mal ein bisschen Schaden. Erstmal nachladen. Komm her. Put, put, put. Hey, lass Louis in Ruhe. Komm hier. Oh. So geht's auch. Tja, das ist definitiv der, auf den wir die Kanonenkugel geschossen haben. Ich hätte ihn aber auch ganz gern verbrannt, muss ich sagen. Ich glaube, hier können wir durch. Hätte ich einfach eine Blendgranate werfen sollen und dann wären beide down gegangen und ich hätte meine ganze Munition noch. Ich werde es nie erfahren. Ah, das würde ich jedem raten, das mal auszuprobieren. So, erstmal alles looten und nachladen was. Also, so viel zum Nachladen habe ich ja gar nicht. Das tut mir leid für mich. Sah doch gar nicht so schlecht aus. Okay, das kann ich auch
eh nicht nochmal machen jetzt. So. Müssen wir da hoch wieder? Hallo? Hallo? Ja. Anscheinend. Wie sieht's aus? Hallo? Okay, ist offen. Sehr schön. Ah, wo sind wir denn hier? Sieht nicht mehr so nach Burg aus. Mann, war das anstrengend. Die pferchen die Dinger sogar hier unten ein? Das hier die ist Fässer. Ein heiliger Boden. Hier unten haben sie Las Plagas entdeckt. Eingeschlossen in uralte Bernsteinvorkommen. Na klar, was auch sonst. Ich bin kein Freund von Las Plagas. Muss ich ehrlich zugeben. Oh nee. Oh nee. Wo sind denn die ganzen Zombies hier? Siehst du noch eine andere Möglichkeit? Ja, ich kann speichern und das Spiel verlassen. Na gut, überschreiben wir das mal. Na gut. Bleibt uns wohl nichts anderes. Wen nennst du hier Sancho? Bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Na also, wir fahren. Damit sollten wir etwas Zeit gewinnen. Ich glaub nicht, was ich hier mache. Hey, wir haben's eilig, oder? Ach, übrigens. Was noch? Stehst du auf Nervenkitzel? So mittel. Oh. Wir entgleisen! Ginglin! Ich versuch's. Wir entgleisen! Hilf mir mal kurz! Ja. Unternimm was gegen diese Bretter! Hey! Wechsel das Platz! Wenn nicht, sind wir matsch! Mensch, du hast Ansprüche hier. Wir kriegen Besuch! Pass auf! Das ist eine witzige Mission. Das ist eine sehr witzige Mission. Nein. Triff doch mal. Triff doch. Mist. Nicht gut aus. Ich hoffe, die Lore hält. Bestimmt. Linkskurve. Hey, wir kippen zur Seite. Ja. Alles unter Kontrolle. Oh. Hui. Ja. Nein. Ich muss nachladen. Ja. Nein. Ich habe immer noch nicht nachgeladen. Fuck, ey. Fuck, ey. Ja. Das habe ich versaut. Das machen wir aber nochmal, das ist spaßig. Nochmal. Habe ich keine bessere Waffe? Ja. Scheiße! Unternimm was gegen diese Bretter! Bitteschön. Na komm schon, zieh doch die Waffe. Zieh doch einfach die Waffe. Hey, wir kippen zur Seite. Wir kriegen Besuch. Pass auf. Einmal getroffen. Einmal nicht getroffen. Fuck. Ich glaube, das ist nicht sehr verzeihend, wenn man nicht trifft. Nein. Nachladen. Linkskurve. Entspann doch mal, Louis. Ja, ich sehe das. Und hui. Das Ding ist ziemlich Pack. Pass ein bisschen auf, okay? Wieso sind die nicht beide draufgegangen?
Ja! Komm schon. Muss ich wieder nachladen? Wird sich anbieten. Nachladen! Mach mal schneller hier. Sehr schön. Ein Glück fahren die mit so explosiven Fässern. Wollten wir hier lang? Ich nehme einfach mal an, ja. Dann fährt sich's leichter. Oh, wir bremsen. Das ist aber schade. Das bringt mich jetzt aber auch nicht wirklich näher an Ashley. Was das? Träum weiter. Jetzt geht's erst richtig los. Oh oh. Hast du Munition für mich? Ich bin ein bisschen knapp. Ja, ich höre schon. Ich höre schon, was da losgeht. Na komm. Kommt her, ihr Zombinellas. Und Zombinen. Na? Wer hat da schon wieder Dynamit? Hast du Dynamit? Au. Los, Messerchen. Will sich doch nicht entwickeln, oder? Doch. Nein, nein, nein. Das verhindern wir. Ja. Hast du genug? Der hat genug. Wieso nur Piseten? Ich brauche Munition. Ein Schutzhelm. Leon, setz den mal besser auf. Das sieht hier unsicher aus. Für mich? Ja gut, ich nehme die Schatztruhe. Eine Weinkanne. Können wir uns ordentlich besaufen. Und Las Plagas, ja, schön saufen halt. Wo macht ihr denn die ganzen Geräusche noch? Das finde ich ziemlich unsympathisch. Ich würde das lassen. Na, wenigstens ein bisschen Pistolenmunition. Nochmal eine Fahrt auf jeden Fall. Hui. Okay. Weiter geht's. Nicht nochmal. Warum? Das macht Spaß. Leon, stell dich nicht so an. Ich lehne mich doch. Da haben sie aber was Ordentliches gebaut hier. Ist ja wirklich. Boah, das Problem sehe ich. Ja. Ja! Ja, gegen die Typen mit Kettensägen kann ich glaube nicht viel machen. Ei, wieso treffe ich den gerade so gut? Das ist doch nicht normal. Das Spiel hilft mir. Tschüss. Ach, ich liebe die Zombies mit Dynamit. Hui. Oh, das... Ja. Ich bin nicht so agil. Wäre schön, hätte ich die getroffen. Mist. Nachladen. Nachladen. Lad nach. Oh, wird ein bisschen heiß. Aber ich habe wieder Munition in der Waffe. Nein. Lass das. Nicht schießen, nicht schießen. Sehr schön. Nein, da sind wieder welche. Hey. Vorsichtig. Vorsichtig. Nein, ich bin überfordert. Ich bin doch überfordert. Nein, zerteil uns nicht. Tschüss. Nachladen. Ah, wirklich, wirklich schön.
Ich hab meinen Spaß. Und wieso fahren wir da runter? Bremst, Louis. Bremst um dein Leben. Was? Dein Scheiß Ernst? Und wir fliegen. Spring! Nicht schon wieder ins Wasser. Ein Glück. Hey, Louis, hilf mir mal. Na gut, jetzt schuldest du mir wieder was. Nochmal eine Schreibmaschine. Ein Glück stellen die hier so oft auf. Komm, wir nehmen den Lift. Hier gibt's einen Lift? Wieso kennst du dich eigentlich so gut aus? Wir speichern einfach mal. Es kann nicht schaden. Es kann einfach nicht schaden. Oh nee. Komm, da kommt man noch rüber. Auf dem Weg außenrum kommen wir auch hin. Na los. Ist das nervig? Nervig ist nicht das Problem. Aber wenn sie hier unten Las Plagas her haben, dann wird da bestimmt was sein, was mich plagen wird. Jetzt einfach mal so ins Blaue rein vermutet. Na gut. Die Magnum können wir noch nachladen und das wird hier bestimmt auch einbrechen. Nee! Ich lieg mit der Vermutung öfter daneben. Oh nee. Da ist ja so ein Insekt. Ich bin nicht begeistert, dass die sich tarnen können. Hier ist schöner Bernstein. Eine Quest. Louis macht den Rest. Und gelbes Kraut. Erstmal lesen. Insektenblau XL. Zu viele sind bereits den nimmer enden wollenden Schwärmen von Ungeziefer zum Opfer gefallen. Es ist eine regelrechte Plage. Bitte zerstöre die Eingänge zu ihren riesigen Brutstätten und bewahre uns vor einer weiteren Tragödie. Na, das kriege ich hin. Falls ich genügend Munition habe. Mach den Kollegen doch fertig hier. Kannst ihn nicht einfach da liegen lassen. Ja, du bist aber auch einer, der viel hüpft. Ja, jetzt hat sie es ausgehüpft. Und du hattest einen Saphir dabei. Das ist schön. Bring doch mal deine Freunde mit, die auch so wertvolles Zeug haben. Nein, mein Messer ist hinüber. Ein Glück habe ich noch zwei im Inventar. Es hagelt hier aber regelrecht Visiten. Das ist nicht schlecht. Louis, ich glaube, du musst deine Waffe upgraden. Noch ein Saphir. Und noch ein Insekt. Ich konzentriere mich doch die ganze Zeit. Ich muss aber nachladen. Entschuldigung. Na, kommt näher. Das hat jetzt nichts gebracht. Na gut, erste Hilfespray. Hilft auch gegen Insekten. So, der ist platt. Der ist nicht platt. Jetzt ist er platt. Nochmal ein Saphir. Louis, was machst du eigentlich? Wieso kann sich hier wieder einer einnisten? Lebst du noch? Du lebst noch. Was ist das? Hör auf damit. Wieder Munition craften. Kann ich gar nicht. Doch, ich kann Gewehrmunition machen. Kräutermischung. Rot und Gelb. Diese Mischung aus einem roten und einem gelben Kraut steigert die maximale Gesundheit.
Ja, warum nicht? Und grün und rot. Eine schwere Granate. So, das muss ausreichen. Sehr gut. Glaube, ich habe kein funktionierendes Messer mehr. Mir ist so. Komm mal da nicht hoch? Hä? Oder muss der sich hier erst hochbequemen? Komm, Räuberleiter. Hä? Ich bin mir fast sicher, dass wir eine Räuberleiter machen sollten. Ist hier unten was angezeigt? Nö. Anscheinend wollen wir doch nicht dahin. Vielleicht kommen wir dann hier weiter. Irgendein Hebel oder was Geheimes, was ich nicht gesehen habe. Wie zum Beispiel den Gang, der außen rumführt. So, da liegt doch wieder so ein Insekt. Ja. Ein richtig hässliches Exemplar. Jetzt ist es tot. Ich hasse Insekten. Wie wär's, wenn du dich um die kümmerst? Nee, danke. Wie wär's mit weniger reden und mehr schießen? Ja, ich hab doch mehr geschossen. Ich hasse es nur, keine Munition zu haben. Liegt hier noch irgendwas rum? Bestimmt. Erstmal looten. Scheiß auf die Piseten, ich brauche Munition. Im Grab nützt mir mein Geld nichts. Das habe ich von einem Freund gelernt. Ja. Na, wenigstens finden wir Schießpulver in Hülle und Fülle. So. Dann einmal durch diesen Gang. Bist du tot? Gut. Hoffentlich nur Fässer hier drin. Na, das sieht gut aus. Wieder Pistolenmunition dazu bekommen. Ja. Wo seid ihr, Insektis? Da ist eine. Hast du das überlebt? Nö. Zumindest schön viele Lootkisten in dem Level. Das ist sehr schön. So, wo müssen wir hin? Erstmal nach oben, schätze ich. Was ist denn das? Lebst du noch da unten? Oh, da oben lebt sogar was. Tschüss. Ich sollte weiter von den Fässern wegstehen, wenn ich das mache. Ja, mit den Pisiten. Oh, wo geht's denn da lang? Zum Händler. Das ist ja schön. Des einen Knarre des anderen Leitländer. Oh, das will ich doch hoffen. Reparieren. Gute Arbeit, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, das darfst du. So, was braucht man denn? Tunen oder kaufen? Ne, kaufen hat er nur Scheiße im Moment. Wir können was tunen. Vielleicht doch die Pistole. Auch ein Messer braucht hin und wieder etwas Pflege. Vielleicht die Magazingröße. Wie du es haben wolltest. Oh. Probier mal, ob's passt. Stirb mir da draußen nicht weg. Oh, ich gebe mein Möglichstes. So. Schön nach unten weiter speichern. So, mal schauen, ob sich die 13 Schuss bezahlt machen. Oh, hier schon der Aufzug. Von der Mitte kommen wir her. Da war aber noch ein anderer Gang. Und hier flattert es noch fleißig. Toll. Und mit dem Insekt geht der Loot natürlich auch zu Boden. Das ist nicht sehr ressourcenklug, wie ich das hier mache. Ist das hier irgendein Nest oder so? Nein, einfach eine Schatzkiste. Ein Goldplättchen L. Das ist bestimmt was wert. Wie soll ich denn Nester für die Insekten von den Insekten befreien? Das hat mir bis jetzt niemand gesagt.
Ah, doch die Sachen. Da oben ist auch noch eins. So. Kann ich damit was machen? Nee, wäre schön gewesen. Gibt es hier noch mehr von dem gelben Zeug? Ich denke erstmal nicht auf der Ebene. Doch, da hinten. Da muss ich genau zielen. Na komm, ich treffe doch. Vielleicht treffe ich nicht. Okay. Wir müssen einmal noch auf die andere Seite, sonst habe ich mal wieder keine Pistolenmunition mehr. Und wundere mich dann nur, warum. Ich hoffe, so viel haben wir nicht übersehen. Doch, das kann ich doch. Oder wollen wir das Cable Car da benutzen? Irgendwas kann ich damit machen. So. Da. Achso. Hier ist eins. Sehr schön. Und da hinten ist das letzte. Wieso hört sich das hier so komisch an? Ist egal. Sehr gut. Mission erfüllt. Und warum ist das jetzt gelb? Okay. Glaubt, das benutzen wir später. Da habe ich wieder 4-5 Kugeln umsonst verschwendet. Naja, was man nicht so macht. Ja, sieht ein bisschen bitter aus hier. Aber man kann nicht alles haben. Man kann doch nicht alles haben. Dann auf in den Fahrstuhl, der wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Würde ich jetzt einfach mal annehmen. Komm schon rein. Komm schon. Worauf wartest du, Kollege? Ja, doch, ein bisschen was funktioniert hier. Alles gut? Du hast so tote, leblose Augen. Da weiß man solche Technik doch zu schätzen. Ich kapiere es nicht. Warum dein Leben riskieren? Du kennst uns doch gar nicht. Habe ich doch gesagt. Damit ich mich besser fühle. Ich glaub dir immer noch nicht. Sei einmal ehrlich. Los Illuminados. Ich habe für sie gearbeitet. Siehst du, wusste ich's doch. Euch zu helfen, macht das nicht wieder gut. Das weiß ich. Aber ich will nicht, dass noch mehr Menschen zu Schaden kommen. Das glaube ich dir wieder nicht. Häng dich gefälligst rein. Harsche Worte für einen Knappen. Endlich raus aus dem Höllenloch. Freu dich nicht zu früh. Die frische Luft ruft unseren Namen. Borfin. Denn wenn wir erstmal hier sind, bedeutet das, wir sind fast... Fast was? Luis! Lange nicht gesehen, Rookie. Erstens. Was soll das? Warum? Sicherung von Diebesgut. Und nebenbei Beseitigung von ein paar Ratten. Einfacher Job. Ashley, das waren Sie. Du kapierst schnell. Was habe ich dich gelehrt? Messer sind schneller. Keine Ahnung, wer der Typ ist. Bin nicht so tief in der Resident Evil Lore drin. Au. Was ist denn falsch mit dem Typen? Werden Sie von diesem Kult kontrolliert? Das hat nichts mit denen zu tun. Ich habe mich hierzu entschieden, als freier Mann. Au. Wieso Wurfmesser? Zu langsam. Major, Sie können nicht klar denken. Oh, ich denke, das ist nie zuvor. Jetzt konzentrier dich und zeig dir, was du kannst.
Mach ich doch. Ich bin aber besser mit Pistole. Der für solche Irren arbeitet. Wieso? Wieso? Schon vergessen, was vor 2 Jahren passiert ist? Ja. Operation Javier? Mehr hast du nicht drauf. Sie macht dich gerade ziemlich fertig. Keine Gnade. Nur das. Nein. Hey, ich hab doch die Oberhand. Genug gespielt, Rookie. Du hast dich kein Stück verändert. Ist das was Schlechtes? Das ist eine Enttäuschung. Was für ein Arschloch. Nein, Louis. Halte durch. Nicht gut aus, mein Freund. Ich habe eine rote und grüne Kräutermischung für dich. Für die Frauen dieser Welt. Wieso? Ich lebe doch nicht. Nicht reden. Oh, nimm den. Der Schlüssel zu meinem Labor. Geh dorthin und entferne die verdammten Parasiten. Oh, Rauchen ist tödlich. Das würde ich nicht tun. Ashley. Ja. Ich hab ein scheiß Leben geführt. Kein sehr langes auf jeden Fall. Was denkst du, Leon? Menschen ändern sich, oder? Ich hätte aber nicht gesagt, dass du ein guter Mensch bist. Von dem, wie du aufgetreten bist. Ja. Da denkst du jetzt mal in Ruhe drüber nach. Hier, behalt deinen Schlüssel. Ah, damit ist das Kapitel beendet. Wieder mal interessant, wie es aufhört. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Das erfahren wir dann beim nächsten Mal. Also, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.